Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Ich hab die Gefangenen! Tu, was er tut. Mach schnell! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Die Wachen töten. Gefangene, an die Wand! Sehr gut. Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Ihr da! Halt! Ihr da! Lauf uns das Zeug her! Was noch passieren mag. Rasier! Warte dafür! Ich hab geschossen! Könntest du mir noch vom Leib gespottet? Mach ich. Na komm. Schön pariert. Jawohl. Oh, come on. Er darf nicht abhauen können. Du hast mir, du... Jawohl, Hada. Ah, zum Heilen nach oben drücken. Dann habe ich noch... Rauchbomben. Wir haben ein Problem. Reiz. Oh, oh. Gerade noch geheilt. Ziel tief auf die Beine. Nein, wegen mir brauchst du dich nicht zu beeilen. Sehr gut. Ja. Hier gibt's Ärger. Schön, schön pariert. Kein Problem, lass dir nur Zeit. So, Rauchbomben. Das kann nicht euer Ernst sein. Rauchbomben erfolgreich eingesetzt. Und folgen und da. Komm! Du gehörst mir! Lass sie nicht los! Justiz! Ah, da bist du ja! So langsam! Oh, nein, nein! Hier geht gerade die Oberrevolution los. Nein, nicht da. Da ist irgendwo... Ah, der ist gesperrt. Ohne Fähigkeit Schloss knacken keine Chance. Schade. Jetzt wäre ich gerade hier, gell? Hier lang! Feuer! Feuer, verdammt! Was zum Fangnis? Sehr schön. Runter mit dem Bock. Okay, wir müssen ihm weiter folgen. Und jetzt? Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir. Okay, ihm folgen immer noch weiterhin. Hoch damit. Zimmerer! Zimmerer! Eures Gleichen ist an.
hier lang. Was jetzt? Wo ist denn der hin? Los jetzt! Der ist doch da irgendwo runter, oder? Komm schon! Ah, okay. Da steht er auf einmal. Also es sind irgendwie ein paar Grafikfehler dabei, oder? Zeit zu sprechen. So gefühlt. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pissbot! Pissbot. Du, zurück von der Kante. Mal zurück von der Kante. Merde. Langer Vorspann, aber richtig cool. Also bis jetzt macht's Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar Grafikfehler sind ab und zu dabei, wie jetzt gerade eben, ein bisschen unlogisch, aber gut, das wird sich hoffentlich mit ein paar Updates demnächst irgendwann verbessern. Aber von der Geschichte her macht schon wieder Laune und Lust auf mehr, um mehr zu erfahren, um was es geht. Also wieder ein neuer Junge, der von den Assassinen noch nie was gehört hat. Demher dürfen wir da auf jeden Fall gespannt sein, wie es mit Arno weitergeht, der jetzt wahrscheinlich erst Elise wiederfinden möchte. Oder Elise. Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem. Nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Das ist ja wohl jetzt der Oberhammer, oder? Jetzt klärt sich langsam so einiges, was dies angeht. Und jetzt ist sie Templerin, also die Elise ist Templerin. Wir sind Assassine. Das könnte jetzt für die weiteren Missionen bis hin zum Schluss recht interessant werden.
Aber wie gesagt, grafisch finde ich es bis jetzt echt der Hammer. Freue ich mich auf weitere Missionen. Und wir betreten einen neuen Bezirk. City, irgendwie so. Das ist Notre Dame. Also wir nähern uns langsam der Stadtmitte an und einem Alkoholpegel. Aber rasieren könnte sich mal wieder. Finde ich schon. Okay, den hat uns der Typ vom Gefängnis in die Hand gedrückt. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Okay. Also, Paris. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden und die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Okay, fett, oder? Wir sind in Paris, mitten in Paris. Erinnerung abgeschlossen. Perfekte Paraden und Flucht mit Hilfe von Rauchbomben. Ja, eine habe ich gezündet und habe es nicht mal gecheckt. Da ist schon eine Truhe, die ich natürlich sehr gerne mitnehme. Da wir jetzt 650 Fro haben, das lässt sich gut an. Was haben wir da? Kirschbombe. Okay. Rauchbomben, Medizin. Da sind noch Fragezeichen vorhanden. Ja, da dürfen wir uns auf einiges freuen. Rote Truhen ist nicht. Ich würde sagen, wir suchen mal. Aha, da hinten ist unsere nächste Mission. Und hier werden wir mal schnell auf den Aussichtspunkt gehen. Überall Assassinenzeichen. Ich muss da hinten hin. Ah, die Häuser sind cool gemacht. Oder? Boah, das war zu eilig. Da muss man sich auch erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, an diese neue Open-World-Steuerung. Aber die Sprünge sind klasse. Oh, da schießt jemand. Da ist noch irgendwo eine Kiste. Die würde ich gern mitnehmen, weil ich würde gern irgendwann... Ah, da ist sie. Mir irgendwas Neues kaufen an einem Geschäft oder so. Oh, 400 Fro gleich. Coole Sache. Oh, wir nehmen die Abkürzung durchs Häuschen. Oh. Sperrgebiet. Ich wollte eigentlich noch kein Sperrgebiet betreten. Warum ist das Sperrgebiet? Oh, Revolutione. Eine Kapelle, die wir hier erklemmen müssen. Und schwupp.
Okay, da oben hört sich's nach einer Truhe an. Ja, so ist es auch. Darf gerne nochmal 400 Fro drin sein. Okay, 100 Fro. Muss man sich auch damit zufrieden geben? Man kann ja nicht alles haben. So, hoch mit uns. Einen Aussichtspunkt ausmachen. Oh, schön. Also die Grafik. Leute, was meint ihr? Ja, Wahnsinn, oder? Ist Paris mal fett. Wir können hier überall rumlaufen. Ja, Wahnsinn. Mal kurz genießen, ja, wirklich, das muss man wirklich mal genießt haben, ja, genossen haben. Ja, spinnig. Sieht das Weltklasse aus. Das macht definitiv Laune auf mehr. Das neue abwärts. Zack. Schauen mal auf die Karte. Was hat sich uns alles eröffnet? Wir zoomen mal ran. Da vorne ist ein Geschäft. Da sind wir. Da wäre auch noch ein Geschäft. Aha, okay. Ja, an das neue Menü muss ich mich noch gewöhnen. Einzelspieler-Cop-Missionen wird es definitiv auch geben. Pariser Geschichten, Verschiedenes. Ja, das ist mal fett, oder? Also hier rührt sich mal richtig was. Wir werden jetzt mal in dieses Geschäft gehen. Um mal zu schauen, was man da alles Cooles kaufen kann. Ob man schon mehr kaufen kann, wie in der zweiten Folge. Da konnte man ja nur Medizin kaufen, also nur in Anführungsstrichen. Eine Erinnerung, die Wiedergeburt, nein, wir wollen ja erstmal. Hallo, Kiel! Wir gehen mal ins Geschäft. Rauchbomben, Kirschbomben, Medizin. Aha, mehr geht nicht. Kaufen für 30 Fro. Gut. Ja. Passt. Nehmen wir. Wir können aber hier noch nichts anderes kaufen. Aha. Okay. Dann werden wir jetzt die Wiedergeburt. Nun, da Arno nicht mehr im Gefängnis ist, ist es an der Zeit, Bellic aufzuspüren und dem alten Mann ein paar Antworten zu entlocken. Okay, das werden wir tun. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Natürlich wäre eine einfache Adresse zu einfach für einen Assassinen. Ja, ist doch klar.